Freizeit, rausfahren ins Grüne, das war mit der Hochbahn schon seit Anfang der 50er Jahre möglich. Und ich habe nur positive Erfahrungen. Man war schnell draußen, man konnte im Wald spazieren gehen. Damals waren noch nicht so viele bebaute Flächen, das ging verhältnismäßig schnell nach Großhansdorf, nach Volksdorf raus und da wandern einfach mit den Eltern. Also, und dann eben all die Berufsjahre auch, immer mit der Hochbahn in die Stadt, das war das schnellste und bequemste Verkehrsmittel.